So, ich zeige euch jetzt das Turniervorbereitungsprogramm am Vortag. Also das Turniervorbereitungsprogramm 01. Und zwar zum Aktivieren wieder, machen wir wieder am Stand das Lauf-ABC plus die Seilsprung-Variation. Seitlich habe ich gleich das Seil liegen, das habe ich schon vorbereitet. Da kann ich es jetzt einmal vorzeigen. Und zwar einfach einmal am Stand wieder lockeres Laufen. Einfach locker laufen, die Ferse berührt nie den Boden, nur mit den Zehenspitzen am Boden sein. 30 Sekunden. Noch die 30 Sekunden. Ich zeige es wieder nicht ganz so lang vor. Noch die 30 Sekunden gleich flüssiger Übergang in leichtes Skipping. 30 Sekunden Skipping bitte. Und dann einen flüssigen Übergang noch die 30 Sekunden in Anfersen. Einfach wirklich schönes Anfersen. Am Anfang ein bisschen lockerer, aber kann dann immer höher werden. Noch 30 Sekunden, dann wieder über, gehen wir gleich wieder flüssig über in den Twist Jump. Richtig schönes Becken drehen. Noch die 30 Sekunden. Twist Jump, also die Jumping Jacks, die Hampelmänner. Hier auch wieder 30 Sekunden. Und dann wieder 30 Sekunden locker laufen, dass wir uns ein bisschen erholen können, aber trotzdem auf die Wadeln haben wir trotzdem noch Spannung. Lockeres Laufen, ohne dass die Fersen den Boden berühren. Dann einen flüssigen Übergang, so gut es geht, in die Seilsprünge. 30 Sekunden ganz locker springen. Hier dann einen flüssigen Übergang in die Skippings. 30 Sekunden Skippings. Dann wieder einen flüssigen Übergang in zweimal links, zweimal rechts, links, links, rechts, rechts. Immer zweimal pro Bein springen. Und dann zum Schluss nochmal 30 Sekunden locker joggen. Und noch die 30 Sekunden auslockern. Sind wir gut aufgewärmt. Das Ganze kann man natürlich zweimal wiederholen, dreimal wiederholen. Aber dann sind wir schon wieder eben mehr im Ausdauerbereich. Zum Aufwärmen wirklich einmal nur eine Runde oder zwei Runden maximal. Gut, dann machen wir die Beinachse aktivieren. Und zwar, das ist eine Variation, eine Ausfallschritt-Kniebeugen-Variation. Ausgangspunkt ist immer der aufrechte Stand. Zuerst fangen wir an mit dem rechten Bein. Machen wir einen Ausfallschritt nach vorne und wieder zurückspringen. Dann gehen wir seitlich nach außen, rechts runter und wieder zurück. Dann links vor und zurück. Links raus und wieder zurück. Wieder rechts vor, zurück. Rechts raus und zurück. Links vor und zurück. Links raus und zurück. Rechts vor, zurück, rechts raus, zurück, links vor, zurück, links raus und zurück. Aufgeschrieben nicht auf Wiederholungen, sondern 30 Sekunden. Da legt ihr euch wieder den Timer davor hin oder eben die Stoppuhr. 30 Sekunden Pause dazwischen und das Ganze dann bitte noch einmal wiederholen. Bei mir da eben Tennisplatz haben wir auch immer die seitlichen. Bitte immer schauen, dass wir das gut aufwärmen. Das haben wir gut drinnen mit den seitlichen Kniebeugen oder eben die seitlichen die geraden Ausfallschritte. Gut, dann halbe Burpees. Herz-Kreislauf in Schwung bringen, auch die Beinachse und da trainieren wir auch gleichzeitig ein bisschen die Sprungkraft. Ja, das ist auch die Schnelligkeit. Da bitte, halbe Burpees heißt stehen, runter mit den Händen, dann machen wir einen Satz zurück, wieder einen Satz vor, und dann Sprung. Und das Ganze oft wiederholen. Ja? So, ich zeige es jetzt gerade seitlich her, dann sieht man das besser. Ja? 30 Sekunden auch hier. Runter, zurück, Vorsprung. Runter, zurück, Vorsprung. Runter, zurück, Vorsprung. Das Ganze natürlich schnell. Mit einem guten Sprung immer. Und das Ganze bitte 30 Sekunden lang. 30 Sekunden Pause dazwischen und auch wieder
zwei oder vielleicht sogar dreimal wiederholen. Gut, und dann machen wir was für die Reaktion, also für die, dass wir die Muskeln aktivieren, die Muskelfasern, die Spritzigkeit. Da machen wir die breiten Speed-Skippings. Aber immer schauen, dass wir oben stabil bleiben, also mit stabilen Oberkörper. Das reicht, wenn wir das wirklich 10 Sekunden machen, weil das ist wirklich lang. Wieder die Stopper hinlegen, breit stehen, als würde man wirklich am Gegner warten, wenn er aufschlägt. Ein bisschen runter in die Beugung und oben stabil bleiben, auf die Uhr schauen und dann oben stabil bleiben und 10 Sekunden wirklich ganz schnelle Skippings oder Bappings am Boden. Da unten ist eine Herdplatte und wir wollen uns nicht die Zehen verbrennen. Und Pause. 10 Sekunden, das ist richtig hart. So schnell wie möglich und der Oberkörper bleibt ruhig, stabil. 30 Sekunden Pause, das Ganze dreimal wiederholen. Super, dann Schultergürtel aktivieren. Da möchte ich für den oberen Rücken, möchte ich gerne eine feine Übung, aber sie aktiviert eben die Muskulatur, die das Schulterblatt an den Brustkorb anheftet und da und auch uns aufrichtet. Machen wir einen leichten Ausfallschritt. Die Hände rausstrecken, die Daumen, wir drehen die Arme so weit auf, dass die Daumen leicht nach hinten schauen. Dann oben bitte, gestreckte Arme zurück, die richtig schöne Brust rausheben und die Schulterblätter zusammen. Und unten wieder vor. Brust raus, Schulterblätter zusammen. Schön langsam, wie Zeitlupe. So schnell, wenn man das zuerst macht, so langsam macht man diese Übung. Und Brust raus, Schulterblätter zusammen. Mit gestreckten Armen. Hier bitte 12 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause. Das Ganze dreimal wiederholen. Zweimal wiederholen. Kann man aber gerne dreimal wiederholen. Gut. Und dann habe ich noch eine dynamische Langläufer mit Theraband. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Habe ich nicht mitgedacht. Da einfach ein Theraband. Das machen wir uns oben entweder bei einem Baum oder bei der Tür an. Nehmen wir die zwei Enden. Gehen so weit zurück, dass das Band dann Spannung ist. Stabilen Oberkörper und dann mit Zug nach hinten ziehen. Oberkörper bleibt aber ruhig. Zack, mit Schnelligkeit nach hinten ziehen. Und das Band hat natürlich einen Widerstand. Ja? Da zieht man so nach hinten gegen den Widerstand, wieder nur auf Brusthöhe zurück und Brust raus und die Arme zurück. Da haben wir richtig schön den Zug. Der Zug nach vorne, ja? Der Zug noch von oben nach unten. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir die Muskulatur aktivieren, die was wir dann am nächsten Tag brauchen. Sehr gut, hier bitte 15 bis 20 Sekunden die schnellen Armzüge, 30 Sekunden Pause dazwischen und das Ganze wieder dreimal wiederholen. Sehr gut, viel Spaß!